Moin moin und herzlich willkommen zur Bücherschnitzeljagd, eines meiner liebsten Formate hier auf BookTube. Ich schaue es bei anderen sehr, sehr gerne, aber ich mache es auch selbst gerne, auch wenn ich finde, dass das Drehen und Schneiden sehr aufwendig ist, lohnt sich das Endprodukt dann doch immer, weil man es auch gemeinsam mit anderen BookTubern macht und sowas bringt natürlich immer Spaß, wenn man sich ein bisschen vernetzt und dadurch noch mehr in Kontakt kommt. Dieses Mal habe ich mich mit den lieben Bookfriends Forever zusammengetan, die liebe Maike und die liebe Anja, und die beiden verfolge ich auf ihrem Kanal sehr gerne, weil sie einfach immer so viel gute Laune versprühen, und obwohl ich ihren Büchergeschmack gar nicht zu 100% teile, finde ich es einfach immer sehr, sehr schön, ihnen beim Bücherbesprechen, Bücherschwärmen und Bücherkritisieren zuzuschauen. Ja, und deswegen freut es mich, dass wir jetzt gemeinsam ein Projekt machen. Falls ihr die Bücherschnitzeljagd noch nicht kennt, man tut sich einfach zusammen und geht dann Bücher shoppen. Aber man geht nicht einfach so drauf los Bücher shoppen, sondern man muss gewisse Aufgaben erfüllen, die von dem jeweils anderen Kanal aufgestellt werden. Wir haben uns für 6 Aufgaben entschieden. Man muss nicht alle erfüllen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass man mindestens 3 Aufgaben erfüllen muss. Man muss sich auch nicht vorher festlegen, sondern man geht einfach drauf los und schaut, ob man ja etwas findet zur passenden Aufgabe oder ob man vielleicht die Aufgaben sogar kombinieren kann. Das finde ich dann auch immer sehr, sehr interessant. Und man kann die Aufgaben ja auch immer unterschiedlich interpretieren. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie meine Aufgaben umgesetzt werden, aber auch wie ich meine Aufgaben umsetzen werde, weil ich war ja noch nicht shoppen. Das werde ich heute gleich im Anschluss nach dieser Einleitung dann machen. Und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt und freue mich riesig, ja, jetzt Bücher shoppen zu gehen und dann auch noch ein paar Bücherschnitzeljagd-Aufgaben erledigen zu können. Und welche Aufgaben das sind, die sich Maike und Anja ausgedacht haben, das dürfen sie euch natürlich selbst erzählen. Hallo, wir sind die Maike und die Anja von den Bookfriends Forever und wir freuen uns sehr, dass wir mit der Ramona heute diese Schnitzeljagd machen können. Genau. Und wir haben ihr ein paar Aufgaben gestellt, aus denen sie sich da was aussuchen kann, was sie dann umsetzt. Richtig. Ich fange mal an mit der Aufgabe Nummer 1. Suche dir ein Buch aus, in dem es um Freundschaft geht. Bei dieser Aufgabe habe ich ziemlich schnell an Kinderbücher gedacht. Ich denke mal, da werde ich mich für diese Aufgabe hinbegeben und mal in die Regale schauen. Denn ich lese ja sehr, sehr gerne Kinderbücher, finde die immer sehr kreativ, sehr bunt und sehr magisch. Besonders wenn sie eben mit fantastischen Elementen gespickt sind. Und es ist eben oft auch der Fall, dass die Freundschaft eine sehr, sehr große Rolle in den Büchern spielt. Und mal gucken, ob ich da fündig werde. Aufgabe Nummer 2, liebe Ramona, ist, suche dir ein Buch aus, dessen Titel mit den Anfangsbuchstaben deines Vornamens beginnt. Diese Aufgabe finde ich insofern sehr spannend, weil ich da ein bisschen für mich selbst suchen kann. Und ich kann durch alle Genres, durch alle Regale gehen und kann mich da auch schlecht drauf vorbereiten. Bei manchen Aufgaben fängt man ja schon so ein bisschen an zu denken, welches Buch würde da passen, welche Richtung würde da gehen. Und bei dieser Aufgabe muss ich ja einfach nur schauen, dass der Titel mit einem R, wie mein Vorname, also Ramona, beginnt. Und da kann ich mich selbst überraschen lassen, was ich finde oder was ich nicht finde. Und da bin ich selber sehr, sehr gespannt. Die dritte Aufgabe ist etwas interaktiv. Rufe einen lieben Lesebuddy an und lass dir von ihm oder ihr ein Buch empfehlen. Die dritte Aufgabe bedeutet, dass ich mich nochmal vernetzen darf mit einem anderen Kanal, mit einer BookTube-Kollegin oder einem Kollegen. Ich habe das schon vorbereitet und zwar habe ich die liebe Franzi vom Kanal Tintenkrähe gefragt, ob sie mir mal vielleicht 1 bis 3 Buchtipps geben kann. Da ich allerdings mit meinem Handy filme und auch telefoniere, kann ich leider nicht beides gleichzeitig machen. Daher habe ich sie gebeten, mir einfach mal eine Tondatei aufzusprechen und mir einfach mal 3 Tipps zu geben. Und dann werde ich einfach mal schauen, ob diese Tipps mir zusagen und ich sie in der Buchhandlung vorfinde. Das muss natürlich auch der Fall sein. Und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass die liebe Franzi mir da etwas Richtiges raussucht, weil wir haben einen sehr ähnlichen Buchgeschmack. Und sie ist ja auch noch zusätzlich Buchhändlerin, so wie ich. Aber sie arbeitet tatsächlich immer noch in diesem Beruf. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sie da etwas Passendes für mich raussucht.
Hallo Ramona, hier meine drei Buchempfehlungen für dich. Einmal Fauler Zauber von Diana Wynne Jones, weil ich glaube, dass dir die Prämisse ganz gut gefallen könnte, dass ein Mensch einen Pakt mit einem Dämon eingeht, um eine Fantasywelt mehrere Wochen im Jahr zu unterjochen, dass diese als Jahrmarkt für menschliche Touristen fungieren muss. Und das zweite wäre Für immer Haus von Kai Meier, weil dir ja Piranesi von Susanna Clarke dann doch recht gut gefallen hat und mich das an Piranesi bloß in Jugendbuchform erinnert hat. Und das dritte wäre An Jouche, das Flüstern der Raben von Marlene Solfsten. Hier treffen Morde im ländlichen Dänemark auf sehr viel nordische Mythologie. Das ist zwar der Auftaktband zu einer Reihe, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn dir die Rabenringe-Reihe ja auch gut gefallen hat, dass das Flüstern der Raben definitiv etwas für dich sein könnte. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Tschüss. Und ich hatte recht, das sind wirklich drei wunderbare, passende Bücher und ich finde es toll, wie sehr sie da auf mich eingegangen ist, auf etwas, was mir gefallen könnte. Und ich finde alle drei ansprechend. Das Für-Immer-Haus von Kai Meier hatte ich eh schon auf meiner Wunschliste. Das letzte, was sie genannt hat, was in diese nordische Mythologie hineingeht, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Das heißt, es ist tatsächlich auch mal was Neues für mich. Und das zweite, da war ich immer schon ein bisschen am Liebäugeln, war aber immer noch so ein bisschen unsicher, ob das etwas für mich ist. Das werde ich mir auch dann nochmal genauer anschauen, wenn ich es denn in der Buchhandlung finde. Und ja, ich bin gespannt, ob es eines dieser Bücher wird. Und die andere Aufgabe ist, wähle ein Buch in einem herbstlichen Cover. Auch die Aufgabe ist etwas zum Suchen, zum Stöbern durch die Bücher und einfach mal die Cover auf einen wirken lassen. Einfach nur nach herbstlichen Covern zu suchen und nicht nach Autoren oder nicht nach Genres ist ja auch mal interessant. Und mal gucken, ob ich diese Aufgabe nicht auch für irgendwie verbinden kann. Das ist, finde ich, auch so eine Aufgabe, die man mit anderen Aufgaben kombinieren kann. Mal schauen, was mir da so in die Finger fällt. So, Ramona, jetzt musst du dir mal deine Wunschliste anschauen. Und zwar schaust du da mal drauf, welches Buch schon sehr lange schlummert und auf dich wartet. Welche Aufgabe ich auf jeden Fall umsetzen wollte, war das mit der Wunschliste. Da habe ich sofort Lust bekommen, meine Bücherwunschliste durchzustöbern nach Büchern, die da wirklich sehr, sehr lange schon liegen. Ich habe wirklich eine sehr, sehr große Wunschliste. Und da sind wirklich viele Bücher dabei, die da einfach schon sehr, sehr lange auf mich warten. Und ich habe jetzt einfach mal 5 Bücher rausgesucht, die ich euch hier vorstellen möchte, bei denen ich wirklich gerade sehr, sehr viel Lust habe, sie zu lesen und sie zu befreien. Ich habe dabei auch tatsächlich mal geguckt, ob das auch Bücher sind, die ja eigentlich mittlerweile noch gebraucht erhältlich sind, da das halt auch sehr, sehr alte Bücher teilweise sind, die man nicht unbedingt jetzt gerade sofort in der Buchhandlung bekommen würde, sitzen wir jetzt halt an meinem Laptop und schauen uns das mal an. Wenn die noch zu bestellen sind, dann würde ich sie halt bei der Buchhandlung bestellen und dort abholen. Und wenn das gebraucht nur noch geht, dann würde ich das halt online machen. Aber bevor ich mich jetzt entscheide, habe ich, wie gesagt, 5 Bücher hier rausgesucht und ich möchte einmal durchgehen, was ich hier rausgesucht habe. Zunächst einmal ist das Nebelmord von Yrsa Sigurðardóttir. Das ist ja die Autorin, die auch Geisterfjord geschrieben hat und von diesem Island-Thriller war ich ja wirklich sehr begeistert, weil es eben auch ja übernatürliche Geisterelemente hatte, die mich wirklich sehr gegruselt haben. Und dann habe ich natürlich sofort geschaut, was sie sonst noch so geschrieben hat. Sie hat auch Island-Krimis geschrieben. Die interessieren mich jetzt nicht so. Da geht es dann wirklich auch um Ermittler-Krimis. Und ich habe dann wirklich nach den Island-Thrillern Ausschau gehalten. Und das hier hat mich eben vom Setting sehr angesprochen, weil es eben auf einer Leuchtturminsel spielt und wieder in Island und es ist halt eben abgeschlossen und es scheint auch wieder wie bei Geisterfjord 2 Stränge zu sein. Ich glaube, zum einen eine Gruppe oder mehrere Menschen, die auf dieser Leuchtturminsel eine Nacht verbringen und dort etwas passiert, denn am nächsten Morgen ist
dort jemand verschwunden und zur gleichen Zeit verschwindet in Reykjavik eine Familie. Ja, also es scheinen wieder zwei Stränge zu sein, die dann irgendwie zueinander passen. Hier steht zwar Band 3, aber in diesem Fall habe ich jedenfalls so nachgelesen, recherchiert, dass es tatsächlich abgeschlossene Bände sind und keine Ermittler, die immer wieder auftauchen. Das ist tatsächlich ein abgeschlossener Thriller. Und ich bin gespannt, ob es da auch wieder Übernatürliches gibt. Kann ich jetzt hier noch nicht so richtig draus lesen. Aber ich würde trotzdem diesem Buch gerne eine Chance geben. Ja, ich glaube einfach allein vom Setting ist das wirklich was ganz, ganz Tolles. So, das nächste ist was ganz anderes, liegt aber auch schon sehr lange bei mir. Drache, Einhorn, Flügelpferd. Das sind tatsächlich keine Kurzgeschichten oder kein Roman, sondern das sind Gedichte über Fabelwesen. Also es scheint nur so ein ganz kleines Büchlein zu sein aus dem Torbeke Verlag. Und das sind aber nicht irgendwelche Autoren, sondern das scheinen hier wirklich sehr Bekannte zu sein. Christian Morgenstern, Heinrich Heine, Wilhelm Busch, Rainer Maria Rilke und viele andere haben eben Gedichte über Fabelwesen geschrieben. Ich lese ja eigentlich nicht so viele Gedichte oder ja, Poetisches, aber über Fabelwesen, ja, würde ich das gerne einfach mal ausprobieren, wenn die Thematik mich packt. Und ich mag ja auch sehr gerne poetische Sprache, ob mich das fesseln kann. Und es ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Preis, ein ganz kleines Büchlein. Und da hätte ich wirklich Lust, mich mal so ein bisschen dran zu probieren, um zu schauen, ob ich da Spaß dran haben kann. Und das sind halt nicht nur Einhörner, sondern eben auch Drachen, Greifen, Riesen. Hier haben wir mehrere aufgezählt. Vampire, Werwölfe und Laden zum Träumen ein. Das klingt total nach mir und ich hätte da wirklich Lust drauf. Worauf ich auch Lust habe, ist Gevattertod von Terry Pratchett. Das habe ich auch schon sehr lange auf meiner Wunschliste und liegt wirklich auf meiner To-Do- oder To-Read-Liste, was ich unbedingt mal gelesen haben muss als Fantasy-Fan. Terry Pratchett habe ich schon mal ausprobiert, Die Farben der Magie, und ich habe es auch gelesen. Ich konnte es aber leider nicht so begeistern, aber ich habe mir immer vorgenommen, gerade die Reihe um Gevattertod zu lesen, weil mich das besonders anspricht, weil es eben dort ja um den Tod geht in Persona, wie er ja eben jetzt in seinen wohlverdienten Urlaub aufbricht. Und sein junger Lehrling tritt als sein Vertreter ein. Und da tut, ja, er hat natürlich alle Hände voll zu tun und da wird es wahrscheinlich sehr, sehr chaotisch. Und ja, ist natürlich sehr humoristische Fantasy, sehr vielfältig, sehr kreativ. Und ich will auf jeden Fall Terry Pratchett nochmal eine Chance geben. Ich bin allerdings, deswegen bin ich hier jetzt auch auf dieser Booklooker-Seite, für gebrauchte Bücher, kein Fan von den neuen Covern dieser Scheibenweltromane. Deswegen habe ich mir jetzt hier das alte rausgesucht, weil ich das viel passender und viel schöner finde, diese gezeichneten bunten Schrillen. Ja, deswegen würde ich es mir, wenn, dann gebraucht holen. Ob ich jetzt genau dieses hier, weiß ich nicht. Ich habe es einfach mal rausgesucht, damit ich es euch hier zeigen kann. Und ja, da hätte ich schon richtig Lust drauf, endlich mal auch bei Terry Pratchett wieder einzusteigen. Und als nächstes habe ich einen düsteren Klassiker noch mir rausgesucht. Und zwar ist das Frankenstein oder der neue Prometheus. Das ist jetzt die Anaconda-Ausgabe, geschrieben von Mary Shelley. Anaconda, ja, bringt ja immer viele Klassiker raus zu günstigen Preisen. Hier 6,95 Euro im Hardcover. Und ja, ich finde die tatsächlich, obwohl so günstig, auch eigentlich immer relativ schön aufgemacht. Ich weiß aber, dass von Frankenstein auch viele tolle andere Ausgaben gibt. Mir fällt gerade der Verlag nicht ein. Das ist so ein ganz kleiner Verlag, der so eine total tolle Schmuckausgabe herausgebracht hat. Ja, da müsste ich mich dann noch entscheiden. Ja, Frankenstein ist so ein Gruselklassiker, den ich auf jeden Fall nochmal lesen wollen würde.
ja, soll ja gar nicht so sehr gruselig und schaurig sein, sondern es soll tatsächlich auch sehr tiefgründig sein und auch sehr um die Gefühlswelt des Monsters in Anführungszeichen gehen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und viele schwärmen davon und ich möchte diese Wissenslücke gerne, sehr, sehr gerne schließen. Und als letztes habe ich mir noch rausgesucht Die dunklen Mauern von Willard State von Ellen Marie Wiseman. Von der Autorin habe ich ja schon Die bittere Gabe gelesen. Das war ja so ein Zirkus-Drama-Roman, der mich sehr bewegt hat. Und hier ist es wieder auch eine sehr, sehr spannende Thematik. Wir haben auch hier wieder zwei Zeitebenen. Und ich guck mal eben, genau, zum einen geht es um eine 17-Jährige, die in einem Museum arbeitet und dort Gegenstände ehemaliger Insassen katalogisiert und dabei auf einen Stapel ungeöffneter Briefe stößt und ein altes Tagebuch. Und das ist dann der zweite Strang. Und dort begegnen wir dann Clara Cartwright, die eben in einer psychiatrischen Anstalt lebt. Und ich finde einfach, ja, Psychiatrie-Irrenanstalt finde ich sehr, sehr spannende Orte, nicht nur in Horrorromanen, sondern eben auch allgemein in Dramen. Und ich weiß ja, dass Ellen Marie Wiseman wirklich sehr gut Dramen schreiben kann und habe schon einige davon schwärmen hören. Auch hier ist das Buch, glaube ich, nur noch gebraucht erhältlich. Deswegen bin ich auch hier wieder auf Booklooker. Und es würde natürlich auch zu der Aufgabe passen, ein herbstliches Cover zu kaufen, weil hier haben wir wirklich bunte Blätter. Da würde ich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich mir dieses Buch hier kaufen würde. Ja, für was ich mich letztendlich entscheide, das werdet ihr dann zum Schluss sehen. Ich wollte euch nur mal eine kleine Auswahl geben an Büchern, die bei mir noch schlummern auf der Wunschliste. Ja, und dann schauen wir mal, was es denn letztendlich geworden ist. Und die letzte Aufgabe. Suche dir ein Buch, welches genauso dick ist wie ein Kuchen und dich mit ganz viel Glück erfüllt. Ja, das waren die Aufgaben. Das waren die Aufgaben. Wir sind so gespannt, was du draus machst. Aber ehrlich. Mhm. Ja, wir sind mega gespannt. Und dann ganz viel Spaß. Ja, und die sechste Aufgabe ist ein Insider, über den ich mich gerade sehr gefreut habe, als ich diese Aufgabe gelesen habe im Vorfeld, als sie mir die geschrieben haben. Und da musste ich sehr schmunzeln und sehr lachen. Ich denke mal, dass ich da auf jeden Fall etwas finden werde, denn ein Kuchen kann ja von bis, also wenn es ein Blechkuchen ist, kann der ja relativ dünn sein, kann aber auch fett sein. Also da werde ich auf jeden Fall was finden und dieses Buch soll mich glücklich machen. Da habe ich auch an Kinderbücher gedacht, habe ich aber jetzt auch passenderweise an Weihnachtsbücher gedacht oder aber an Autoren oder Autorinnen, die mich vorher schon glücklich gemacht haben, mit Lieblingsbüchern versorgt haben. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht schaut und einen Lieblingsautor nimmt, der einen vorher glücklich gemacht hat oder vielleicht eine Reihe verfolgen, die man liebt. Also da würde mir auch einiges einfallen und diese Aufgabe möchte ich auch wirklich sehr, sehr gerne erfüllen. So, ich würde sagen, jetzt schnacke ich auch nicht mehr lange und werde mich fertig machen und in die Hamburger Innenstadt fahren. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, in die Thalia-Filiale in der Spitaler Straße shoppen zu gehen. Normalerweise unterstütze ich auch sehr gerne kleine Buchhandlungen, aber für solche Aktionen finde ich natürlich eine große Auswahl sehr wichtig und auch eine große Fantasy- und Kinderbuchauswahl und das ist eben da gegeben. Ich muss euch nur sagen, ich bin kein großer Vlogger in der Öffentlichkeit. Ich denke mal, ich werde es ein bisschen mit Musik unterlegen und ein bisschen die Bücher filmen, aber in der Buchhandlung mich selbst oder auf offener Straße, das ist einfach nicht so mein Ding. Das ist mir einfach noch so ein bisschen unangenehm. Mal gucken, wie ich das umsetze. Und trotzdem freue ich mich da jetzt drauf, euch mitzunehmen und ihr werdet vielleicht auch ein bisschen sehen, wie das Wetter gerade aussieht. Es ist nämlich ganz typisch Hamburger Schiedwetter. Und ja, das bin ich aber gewohnt und stört mich auch nicht. Ich werde mich ja hauptsächlich in der Bahn und in der Buchhandlung aufhalten. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns losgehen.
Ja, da bin ich wieder. Ziemlich kaputt, aber auch sehr glücklich, weil ich fündig geworden bin. Obwohl heute Montag ist, ich habe Urlaub und ich bin jetzt mittags ungefähr los gewesen, war es doch schon relativ voll. Und vielleicht habt ihr ja schon gesehen, dass in der Stadt schon weihnachtlich dekoriert wurde und so langsam auch die ganzen Buden aufgebaut werden für den Weihnachtsmarkt, für die Glühweinstände und so weiter. Dementsprechend war ich auch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Also ich merke, Weihnachten rückt näher, der Dezember rückt näher. Wir haben es jetzt Mitte November und so langsam bekomme ich auch richtig Lust auf winterliche und weihnachtliche Bücher. Und das hat man auch in meinem Shoppingverhalten jetzt tatsächlich gemerkt, wo es mich hingezogen hat. Ihr werdet es ja vielleicht ein bisschen gesehen haben, weil natürlich auch die Buchhandlung viele, viele tolle weihnachtlich dekorierte Tische aufgebaut hatte mit vielen tollen weihnachtlichen Büchern drauf. Und da musste ich natürlich auf jeden Fall stöbern gehen. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe 3 Aufgaben erfüllt. Also mein Soll ist tatsächlich erfüllt. Eigentlich wollte ich 4 Aufgaben tatsächlich erfüllen, aber ihr werdet ja gleich erfahren, warum ich das nicht konnte oder wollte, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal jede Aufgabe durch und schauen mal, ob ich dazu ein Buch habe oder nicht, wo es Schwierigkeiten gab und wo es mir sehr leicht gefallen ist. Ja, und wundert euch nicht, dass ich jetzt hier im T-Shirt sitze. Mir war es einfach, als ich hier reingekommen bin, einfach zu warm für einen Pulli und ich war einfach zu aufgehitzt. Von dieser ganzen Shopping-Aufregung ist man gar nicht mehr so gewohnt. Aber jetzt bin ich freudig erregt, euch die Bücher vorzustellen. Denn ja, ich bin gerade nach Hause gekommen, möchte jetzt diese Energie noch nutzen, euch die Bücher vorzustellen. Die erste Aufgabe lautete ja, ein Buch zu finden, was von Freundschaft handelt. Und da habe ich euch ja schon gesagt, dass ich gerne in der Kinderbuchabteilung suchen wollen würde. Und das habe ich auch getan. Auch da gab es schon Weihnachtstische und mit winterlichen und weihnachtlichen Kinderbuchtiteln. Und ich habe tatsächlich ein Buch entdeckt, was wunderbar von Freundschaft handelt und was mich auch tatsächlich an Anja erinnert, weil ich mit ihr eine Leserunde hatte zu einem Buch, was auch vom selben Autoren geschrieben worden ist. Und ich dachte, das passt doch perfekt, da dann auch noch eine Verbindung aufzubauen. Und dieses Büchlein ist tatsächlich auch relativ neu. Er hat eine Kinder-Weihnachtsgeschichtenreihe geschrieben. Ich glaube, 3 Titel sind da bisher erschienen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Band 4 ist, aber es ist so eine kleine Zusatzgeschichte. Ich spreche von Matt Haig und das Buch heißt Das große Herz der kleinen Elfe. Es ist illustriert und in Reimen verfasst. Ja, und es gibt ja seine weihnachtliche Reihe, beginnt mit dem ersten Teil Ein Junge namens Weihnacht. Und das habe ich schon gelesen und fand das wirklich total süß und sehr, sehr weihnachtlich zu lesen. Ich wollte diesen Jahr auch gerne Teil 2 und Teil 3 lesen. Mal gucken, ob ich es dieses Jahr schaffe, aber auf jeden Fall möchte ich die Reihe weiterführen. Und in dieser Reihe gibt es eben auch eine Figur, das ist die Wahrheitselfe. Und von der handelt eben dieses kleine Büchlein. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Büchlein. Es ist auch viel kleiner formatiger als die anderen 3 und passt demnach auch nicht richtig in die Reihe. Aber ich glaube, dass das auch gar nicht so gewollt war. Ich zeige euch einmal auch, es ist tatsächlich auch nicht viel Text drin. Es ist sehr viel Illustration, wenig Text in Reimen verfasst. Und ich denke mal, das lässt sich sehr schön mal in einen kleinen Moment am Nachmittag lesen. Mal gucken, ich glaube, vielleicht werde ich es heute direkt auch schon lesen, weil ich einfach so neugierig bin. Und ja, warum jetzt gerade Freundschaft? Ja, die Wahrheitselfe muss halt immer die Wahrheit sagen. Und somit fällt es ihr sehr schwer, Freunde zu finden, denn die Wahrheit kann sie nicht hinterm Berg halten und manchmal ist die Wahrheit auch ein bisschen kritischer oder ein bisschen unangenehm und deswegen möchte sich keiner in ihrer Nähe aufhalten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Laufe dieses Buches ein Freund oder eine Freundin für die Elfe gefunden wird und diese Freunde werden bestimmt genau das zu schätzen wissen, dass sie die Wahrheit spricht. Und ich freue mich sehr, die Elfe auf ihre Reise begleiten zu dürfen. Für die nächste Aufgabe sollte ich Bücher finden, die einen Titel haben mit den Anfangsbuchstaben R.
Und ja, da habe ich einige gefunden, tatsächlich mehr als ich dachte. Aber es hat mich alles nicht so richtig vom Hocker gerissen. Und ich habe mir die durchgelesen und fand das schön, einige euch abfilmen zu können für diese Aufgabe. Aber es war nichts dabei, was mich sofort angesprochen hat. Deswegen habe ich diese Aufgabe nicht erfüllt. Für die dritte Aufgabe musste ich ja einen Lesebuddy fragen, mir etwas zu empfehlen. Da habe ich ja die liebe Franzi erwählt, die mir auch wirklich wunderbare 3 Buchtipps gegeben hat und sich da wirklich sehr viel Mühe mitgegeben hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich war sehr glücklich, dass ich wirklich alle 3 Titel in der Buchhandlung auch entdeckt habe. Ich hatte tatsächlich am meisten Lust, das dritte Buch mir mal anzuschauen, beziehungsweise das hat mich am meisten angesprochen. Diese nordischen Mythologien finde ich eh spannend. Als ich das in der Hand habe, habe ich echt gestaunt, wie fett das Ganze ist. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, erstmal meine offenen Reihen zu beenden, bevor ich eine weitere Reihe beginne, die wirklich auch so umfangreich ist und auch noch gar nicht komplett erschienen ist. Also Band 2, habe ich gesehen, wurde gerade angekündigt. Sieht auch ziemlich cool aus. Und Band 3, ich weiß nicht, ob es eine Trilogie wird oder noch viel mehr. Deswegen würde ich da erstmal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste gewandert. Dann war ja noch Für immer Haus von Kai Meier. Und da Der faule Zauber von der Jones. Die beiden habe ich auch gefunden. Und ich habe mich dann tatsächlich für Der faule Zauber entschieden und bin schon auf dem Weg zur Kasse gewesen und habe dann beim Reinblättern gemerkt, dass die Seiten leider eingerissen waren. Leider war das auch das letzte Exemplar und somit habe ich mich dann schweren Herzens davon getrennt und es dann dagelassen. Sehr, sehr schade, vor allem, weil es mir ein bisschen für Franzi leid tut, dass sie mir extra so tolle Bücher empfohlen hat und jetzt habe ich keins davon mitgenommen. Aber ich hoffe, du bist trotzdem nicht traurig, weil die waren ja wirklich, haben ja wirklich alle meinen Geschmack getroffen und sind jetzt, wenn sie es nicht schon vorher waren, auf meiner Wunschliste gelandet. Also ich hoffe, dass du ja trotzdem Spaß hattest, mir hier dabei zuzuschauen, wie ich nach deinen Büchern suche und ja, dass du mir gute Tipps gegeben hast. Das habe ich dir ja schon selbst gesagt. Die vierte Aufgabe wollte ich ja auf jeden Fall lösen. Das war ja das mit dem Wunschzettel und den Büchern, die schon lange auf mich warten. Und ja, passenderweise ist heute hier auch ein kleines Päckchen für mich angekommen. Und da würde ich sagen, packe ich das hier mal aus. Und ihr seht, für welches ich mich entschieden habe, denn ihr habt ja nur meine engere Auswahl gesehen. Und es ist Drache, Einhorn, Flügelpferd, Gedichte über Fabelwesen. Ja, ist das nicht süß? Es ist sogar Halblein gebunden, das wusste ich tatsächlich gar nicht und hat tatsächlich nur 3,50 Euro gekostet. Ja, bin ich sehr gespannt, ob mich das begeistern kann. Oh, wie schön! Also ganz ehrlich, für 3,50 Euro ist das wirklich schön aufgemacht. Schaut mal, tolles Vorsatzpapier und sogar Illustration. Ja, mal gucken. Da werde ich mich mal reinfuchsen und diese Gedichte mal durchlesen, immer mal wieder zwischendurch. Und ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, ob ich da tatsächlich eine Perle gefunden habe, ein Gedicht, das mich besonders berührt hat, mich verzaubert hat. Es ist ja für mich doch sehr neu, Gedichte für mich zu lesen. Also klar habe ich das während meiner Schulzeit im Deutschunterricht, im Leistungskurs und während meines Studiums machen müssen. Aber für mich selbst zu konsumieren, bin ich bisher noch nicht so richtig drauf gekommen. Aber da das von der Thematik her genau mein Ding ist, hoffe ich, dass mich das begeistern kann. Für die fünfte Aufgabe sollte ich nach herbstlichen Covern Ausschau halten und das habe ich auch getan. Mir ist aber aufgefallen, dass in meinen Lieblingsgenres eher schwierig war, herbstliche Cover zu finden. Ja klar, so herbstliche Farben mit Rot und Gelb war mal vielleicht ein bisschen was dabei. Aber wo man wirklich sage, boah, das ist aber ein herbstliches Cover,
habe ich eher in anderen Genres gefunden. Ich habe nämlich dann, als ich in der Fantasy nichts gefunden habe, im Horrorbereich auch nicht, habe ich dann einfach gesagt, okay, dann schaust du einfach mal außerhalb deiner Komfortzone und guckst mal, ob du da was findest. Und ich bin tatsächlich fündig geworden, habe viele tolle herbstliche Cover gefunden und die habt ihr ja auch schon gesehen. Ich habe die so ein bisschen abgefilmt, aber ich war mir dann einfach zu unsicher, ob das dann was für mich sein könnte. Da waren einige interessante Geschichten dabei. Aber ja, so ganz sicher war ich mir einfach nicht und ich wollte auch nicht nur einen Coverkauf tätigen. Eins, zwei Kinderbücher habe ich noch gefunden, die auch herbstlich waren, die mich auch irgendwie angesprochen haben. Aber da musste man schon so ein bisschen Prioritäten setzen und dann ist das so ein bisschen hinten übergefallen. Aber trotzdem bin ich froh, danach Ausschau gehalten zu haben und schöne Cover und auch ein paar Geschichten entdeckt zu haben und mal gucken. Vielleicht gucke ich mir die ja nochmal genauer an, jetzt wo ich sie abgefilmt habe. Vergesse ich sie ja auch nicht so schnell. Dann kann man mal schauen, ob man da mal was wagt, etwas Neues. Und bei der sechsten Aufgabe war ich auch sehr bemüht, diese zu lösen. Da sollte ich ja nach einem Buch Ausschau halten, was so dick ist wie ein Kuchen und mich genauso glücklich macht oder so ähnlich. Und ja, da hatte ich eigentlich auch an Weihnachtsbücher gedacht und ich habe mich viel bei den Weihnachtsbüchern aufgehalten. Die haben so schön geglitzert und geleuchtet und waren so wunderbar kitschig. Und normalerweise bin ich ja nicht so der Kitsch-Fan, aber bei Weihnachten, während der Weihnachtszeit kann ich sowas sehr gut lesen und macht mich sowas sehr glücklich. Und ich habe auch einige in der Hand gehabt, die mich angesprochen haben. Ich glaube, dass ich dann doch nichts davon mitgenommen habe, lag daran, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, weil die alle so toll geklungen haben und so toll geglitzert haben. Und ich dann noch ein anderes Buch gefunden habe, was auch wunderbar zu dieser Aufgabe passt. Und zwar habe ich einen dritten Teil aus einer Reihe gefunden, wo ich schon halt Band 1 und Band 2 gelesen habe und die mich so verzaubert haben, dass mich dieser Anblick des dritten Bandes schon alleine schon so glücklich gemacht haben. Ich wollte den Band eh dieses Jahr noch lesen und ich dachte, ja gut, dann nimmst du das jetzt mit, weil das macht dich glücklich, habe ich sofort gemerkt. Es ist schön dick, es ist auf jeden Fall kuchendick. Und jetzt zeige ich es euch, es ist Die Hexe und der Winterzauber von Catherine Arden und das ist eben der dritte und letzte Teil dieser Reihe, spielt in verschneiten Russland und ist so schön ruhig und märchenhaft erzählt. Es ist ja inspiriert und gespickt mit russischer Mythologie und auch Zauberwesen, die man so gar nicht kennt als ich würde jetzt sagen, als Deutscher jedenfalls ich nicht. Und es ist mal was ganz Neues. Und Band 1 und 2 fand ich einfach schon wunderbar. Vasya ist so wunderbar wild. Man lernt sie von klein auf an kennen. Im ersten Band ist sie noch halt ein Kind, ein Wirbelwind, was sehr gerne in der Natur ist. Und sie hat eben die Gabe, diese Zauberwesen zu sehen. Und es gibt dann natürlich auch eine Bedrohung, sowohl von Menschen als auch von einer bösen Kraft. Und im zweiten Band ist sie eine junge Frau, die ausbricht, die in die Welt hinausgeht. Ja, und im dritten Band, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeführt wird. Ich kann gar nicht sagen, welchen Band ich mehr mochte. Ich mochte sie beide auf ihre ganz eigene Art. Und weil das einfach so nicht vergleichbar ist und jetzt so wunderbar jetzt in den Winter hereinpasst und ja, es dick ist wie ein Kuchen, werde ich, glaube ich, auch sehr viel Freude damit haben. Und weil Band 1 und 2 mir schon so gut gefallen haben, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass Band 3 mir genauso gut gefallen wird. Und ich kann zusätzlich noch eine Reihe beenden in diesem Jahr und ja. Wie gesagt, vom Setting her passt es jetzt in den Dezember, wo ich es dann wahrscheinlich lesen werde, natürlich auch wunderbar hinein. Da sind sie, das ist meine Ausbeute der Bücherschnitzeljagd. Liebe Maike, liebe Anja, ich hoffe, ihr seid zufrieden, wie ich die Aufgaben gelöst habe. Ich bin es auf jeden Fall und freue mich schon sehr, diese Bücher zu inhalieren und euch dann davon zu berichten. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie Anja und Maike meine Aufgaben gemeistert haben. Wenn ihr wissen wollt, was das für Aufgaben sind, ich habe da versucht, ein bisschen kreativ zu sein, aber auch ihnen so ein bisschen Aufgaben zu geben, wo sie ja selber ein bisschen schauen können. Und ja, ich bin so neugierig, wie die beiden das gemeistert haben, wie die das interpretiert haben. Und ihr könnt natürlich in der Infobox dann den Link finden, wo ihr direkt zum Video der beiden kommt. Und
Zusätzlich eine kleine Ankündigung, wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Kuchen auf sich hat, aus dieser sechsten Aufgabe, dieser ominöse Insider, und wenn ihr wissen möchtet, wie es uns weiterhin ergangen ist mit dieser Schnitzeljagd, dann schaut heute Abend mal auf Maike und Anjas Kanal. Da werde ich nämlich zu Gast sein in einem Hangout und unter anderem werden wir da eben auch über unsere Bücherschnitzeljagd reden, aber auch über andere buchige und nicht buchige Themen. Und ich freue mich riesig, dass ich zu Gast sein darf. Heute Abend, ich glaube 19.30 Uhr, schaut nochmal rein, ist sicherlich da auch irgendwo angekündigt, aber ich schreibe das ansonsten auch nochmal in die Infobox. Und ja, seid herzlich eingeladen, da auch im Chat mitzureden, mitzusprechen, mitzuschnacken. Und ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch eine schöne lesereiche Zeit zu wünschen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns heute Abend oder im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.